Was sind Hotspots beim Dampfen? Wenn man die Feuertaste an seiner E-Zigarette drückt, um den Verdampfer mit Strom zu versorgen, glüht anschließend die Heizwendel im Verdampfer auf. Dabei sollte der Heizrad durchgehend, kontinuierlich und gleichmäßig aufglühen. Bei einem sogenannten Hotspot ist der Coil nicht gleichmäßig ausgeglüht und an einer Stelle der Heizwendel ist er heller als der Rest. Solche Hotspots treten häufiger bei Selbstwickler auf und können bis zum Ausglühen führen, wenn nicht direkt gehandelt wird. Dabei treten diese Stellen nicht gleichmäßig an der Heizwendel auf, sondern punktuell in manchen Bereichen. Wenn diese nicht entfernt werden, kann das zu dem sogenannten Kokeln kommen. Hotspots vermeiden. Ein neuer Wickeldraht sollte daher immer vorher auf das Glühen überprüft werden. So kann man vorher kontrollieren, ob es Stellen gibt, die nicht in Ordnung sind oder Hotspots können einfach vermieden werden. Ich habe das jetzt einmal für euch vorbereitet, und zwar von einem Kangatech Top Tank Mini, den man sowohl mit Coils als auch mit Selbstwicklungen befeuern kann. Da haben wir jetzt die Base von einem Top Tank Mini mit der Selbstwickler-Coil von Vaporam auf einen Ohmmeter, wo man die Ohm messen kann. Der hätte jetzt 0,32 Ohm, wenn ich das erkennen kann. Und der hat noch eine Feuertaste dazu. Das heißt, da kann man diese sogenannten Hotspots schon vorher eruieren, beziehungsweise den Draht einmal, bevor man benutzt, aufglühen lassen. Ich werde euch das jetzt eben mal zeigen, wie es aussieht. So, er glüht überall gleichmäßig schön auf, kühlt schön gleichmäßig ab. Also dieser Draht wäre, obwohl die mittlere Wicklung dünkler ist als die anderen. Das wäre zum Beispiel ein sogenannter Hotspot. Ja. So viel zu dem Thema Hotspots. Wenn sowas passiert, am besten einfach eine neue Wicklung bzw. einen neuen Wickeldraht verwenden, dass man eben nicht das grausliche Kokeln hat. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was Hotspots sind. Das kleine Video hat euch hoffentlich auch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke.